Ich zeige euch, wie man Brotchips ganz einfach selber machen kann. Man braucht dafür auch gar nicht viele Zutaten. Nur natürlich ein Brot, zum Beispiel ein Baguette, ein schönes Olivenöl, Gewürze eurer Wahl, wie zum Beispiel Chili und Kräuter der Provence und ein bisschen Knoblauch, weil ich finde, das passt sehr gut zu Brot. Ich fange an mit dem Gewürzöl. So, als allererstes gebe ich das Olivenöl in die Schüssel. Dann kommt dazu der Knoblauch. Erstmal kurz schälen. Und dann mache ich es mir ganz einfach. Und zwar reibe ich ihn einfach. Jetzt kommen dazu noch Kräuter der Provence. Und je nachdem, wie scharf ihr es mögt, Chili-Pulver. Das Ganze wird verrührt. Und jetzt kümmere ich mich um das Baguette. Das schneidet ihr einfach in feine Scheiben. Übrigens geht es besser, wenn das Baguette vom Vortag ist, weil dann könnt ihr einfach viel feinere Scheiben schneiden, weil das Baguette nicht mehr so crunchy ist. Und die Brotchips könnt ihr dann super an Weihnachten als selbstgemachtes Geschenk verschenken. So, das müsste erstmal für eine Blechladung reichen. Ich habe hier ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Darauf kommen jetzt die Brotscheiben. Möglichst nebeneinander und nicht übereinander. Jetzt kommt das köstliche Öl. Einfach drauf träufeln, das muss auch gar nicht so gleichmäßig. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Und zum Schluss noch Pfeffer und Salz. Ich finde es leichter, wenn man das Salz jetzt erst drauf gibt, weil dann kann man es einfach besser dosieren. Und jetzt ab in den Ofen, bis es schön crunchy ist. Das ging schnell. Die Brotchips sind schon fertig. Mmh, was für ein duftender Snack. Die Brotchips müssen jetzt nur noch abkühlen und dann kann man sie hübsch verpacken. Hier geht's zum letzten Geschenkevideo und hier zum nächsten.